Gegen 20.30 Uhr verließ der 40-jährige Bewohner eines Reihenhauses an der Unterbrucher Straße in Heinsberg seine Wohnung. Als er gegen 22.25 Uhr wieder nach Hause kam, bemerkte er, dass Rauch aus dem Dach aufstieg. Er informierte die Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle brachte. Im Haus entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Durch die Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Die Ursache des Feuers, das in der Küche ausbrach, ist noch nicht bekannt. An einer Türe des Hauses wurden Aufbruchspuren festgestellt, sodass eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Vorfall in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg.